Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu den Flatex Morning News. Die Stimmung hat sich in den vergangenen Tagen wieder einmal eingetrübt am Markt. Gestern belasteten vor allem Sorgen um die Konjunktur in China den deutschen Aktienmarkt. Der DAX schloss bei 10.414 Punkten, das ist ein Minus von 1,04%. Wie geht's heute weiter am letzten Handelstag der Woche für den DAX? Wir blicken gleich mal nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen, Franziska. Was dürfen wir uns heute jetzt vom DAX erwarten? Ja, gestern der dritte verlustreiche Handelstag in Folge. Die Konjunktursorgen rund um die chinesische Wirtschaft haben hier wieder zu negative Kursen geführt und haben den DAX unter Druck gebracht. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann war das schon auch ein Thema eben in den USA. Es heißt, diese neu angeheizten Konjunktursorgen, die passen zur Skepsis zu Beginn der US-Quartalsberichtssaison. Und somit war der Dow Jones das erste Mal seit 4 Wochen im Handelsverlauf sogar wieder unter der 18.000-Punkte-Marke. Die hat man zurückerobert, trotzdem auch dort ein Minus von 0,3%. Nikkei Hang Seng freundlich aufgelegt, der Shanghai Composite verliert. Ja, und der DAX, weil er gestern eben schon relativ deutlich verloren hat, wird heute zunächst erst einmal wieder etwas freundlicher erwartet. Es dürfte wieder Richtung 10.500 Punkte Marke gehen. Aber wir haben dann heute einiges an Impulsen eben von der Berichtssaison. Banken stehen im Fokus. JP Morgan, Citigroup als auch Wells Fargo werden Zahlen präsentieren. Und auch einiges an Konjunkturdaten aus den USA, wie zum Beispiel das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, wird veröffentlicht. Von daher, das dürfte dann zum Nachmittag hin spannend werden. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Schauen wir auf die Charttechnik. Aus charttechnischer Perspektive bleibt der Fokus auf der Oberseite auf die Widerstandszone bei 10.500 Punkten gerichtet. Sollten sich die Bullen oberhalb der Hürde etablieren, können erneut Ziele bis 10.620 bzw. 10.660 Punkte angelaufen werden. Bei einem erneuten Rutsch unter die 10.440 Punkte dürfte sich der Fokus dagegen schnell wieder auf das Vortagestief bei 10.349 Punkten richten. An dieser Stelle werfen wir den Blick jetzt auf ein paar Produkte, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Wir starten mit einem Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den LEFDAX. Hier lautet die WKN XM2HEB. Dann ein Seitwärtsprodukt, ein Inline-Optionsschein auf den DAX mit der WKN DL262P. Und ein Short-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den Short-DAX mit der WKN XM2SLT. Ein Blick noch auf die Termine des Tages. Um 11 Uhr wird in der EU die Handelsbilanz für den August veröffentlicht. Um 12.40 Uhr folgen die Q3-Zahlen von JP Morgan. Um 14 Uhr dann die der Citigroup und um 14.30 Uhr die von Wells Fargo. Um 16 Uhr dann noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Wenn Sie den Flatex Morning Newsletter abonnieren möchten, gehen Sie einfach auf flatex.de/service/newsletter. Wenn Sie ihn abonnieren, bekommen Sie ihn montags bis freitags um 8.30 Uhr zugeschickt und Sie bekommen ein tägliches Update dieses Newsletters um 10.30 Uhr. Und wir sehen uns am Montag wieder mit den Flatex Morning News, wenn Sie mögen. Bis dahin ein schönes Wochenende.